Ganz schön ländlich die Luft hier. Guten Morgen. Wie lange habe ich auf diesen Moment gewartet, mal wieder loszukommen? Alle Sachen gepackt, mit Zelt, Campingsachen und es geht wieder los. Heute geht's mal an einen Spitzenort. Wortwörtlich. Ja, ich bin jetzt in der Außenalster und fahre jetzt zum Bahnhof, zum Hauptbahnhof. Und von dort aus geht es erstmal nach Bad Oldesloe. Ja, bin mal wieder auf dem letzten Drücker hier, aber der Zug steht hier, passt perfekt. Super. So, wo ist denn das Zugabteil? Ja, diesmal bin ich schlauer. Fixiere das Rad mit so einem Klettband. Ja, das war mal wieder gerade eine coole Aktion. Ich bin jetzt in Ahrensburg, musste hier umsteigen. Ich habe mich schon geärgert, so die Zugfahrt plötzlich so lange dauert, irgendwie eine Stunde statt einer halben Stunde. Bis ich dann gemerkt habe, oh, ich muss hier umsteigen. Es musste ja so schnell gehen. Ich habe dann noch einen Fahrgast gefragt, ob er meine Taschen noch vor die Tür stellen kann. Ja, ich habe das Fahrrad dann schnell fertig gemacht. Er hat die Taschen rausgeschmissen und dann stand ich auf dem Bahnsteig. Die Tür ging dann gleich hinter mir zu. Ja, jetzt muss ich eine Viertelstunde warten und dann geht es weiter Richtung Bad Oldesloe. So, ich bin jetzt in Bad Oldesloe. Und die Zugfahrt hat gedauert. Ich war, glaube ich, 75 Minuten unterwegs. Irgendwie habe ich die falsche Bahn erwischt, ey. So, jetzt muss ich irgendwie hier raus aus der Stadt. Ja, bin jetzt aus Oldesloe raus und endlich in der Natur. Oh, habe ich mich drauf gefreut. Lange Zeit. Sorry, wenn meine Tasche noch so klappert. Da muss ich auch mal was machen. Ich hätte bei Flachlandradler gesehen, dass er sich da so ein Abflussrohr an den Steuersatz geklemmt hat. Und da die Kamera dann reinzustellen. So, ich muss die ja immer aus dieser Tasche rausholen. So, wo geht's lang? Naturschutzgebiet. Bremer Moor. Nee, Bremen sind wir nicht. Brenner Moor, so heißt das hier. So, das fängt ja hier schon mal mit dem Singletray ganz idyllisch an, die kleine Holzbrücke. Ich glaube, also mit einer Hand schaffe ich das nicht. Ja, in den Geschwindigkeitsrausch verfalle ich ja nicht gerade hier. Ja, der Weg ist ein bisschen uneben und mit dem schweren Gepäck kann ich natürlich nicht so schnell fahren. Mal sehen, wie sich das heute über den Tag gestaltet. Das ist übrigens der Mönchradweg oder Mönchweg. Den hat mir Thorsten vom Kanal Flachlandradler oder der Flachlandradler empfohlen. Ich hatte mal überlegt, wieder aus Hamburg rauszufahren. Blöder See wollte ich. Dachte ich, da könntest du eigentlich von etwas außerhalb starten. Mit der Bahn nach Bad Oldesloe gefahren. Oh, schönes Plätzchen. Genau, falls diesen Mönchradweg, Mönchsradweg heißt das, glaube ich. Ja, ist schon mal. Traumhafte Landschaft hier. Hier mal immer ein Päuschen. Ganz schön ländlich die Luft hier. So, weiter geht's. Boah. Oh, da komme ich gerade her. Bin da fast dran vorbeigerauscht hier. Mal schauen, was es ist. Ich habe noch 82 Kilometer. Ich kann nicht so lange rumdrücken. Kloster Nitschau ist das. Jo, ich muss weiter. Ja, hier parallel zur Straße gibt es so einen Radweg, aber der ist eigentlich nur mit 10 km/h zu befahren. Durch die ganzen Wurzelerhebungen fahre ich lieber hier an der Straße. Dralau. Dralau, das ist wahrscheinlich ausgesprochen. Dralau, wo muss ich weiter? Geradeaus durch die Baustelle.
ich weiß nicht mehr, wie lange es her ist. Doch, ich glaube, seit der Tour am Nordostseekanal und an der Elbe zurück. Das war, glaube ich, meine letzte Tour mit Zelt. Ich habe den Moment echt ersehnt, mal wieder mit Übernachtung irgendwo unterwegs zu sein. Und wir haben es, glaube ich, 26 Grad jetzt. Endlich ist mal warm geworden. Und ja, ich freue mich einfach, dass es wieder losgehen kann. Ist das klasse. Ja, hier in Schleswig-Holstein haben wir noch ein paar Hügelchen. Und die Landschaft ist auch recht abwechslungsreich. Ja. Doch, Ende Gelände hier. Ja, ich fahre gerade vorbei. Ich soll mich mal. Also wenn mich da jemand sieht, mit einer Hand, so eine Kurve, ich glaube, da kriegt man nicht einen Herzinfarkt. Ich auch. Oh, Leute. Nicht schon wieder. Ja, muss ich wohl durch den Ort wahrscheinlich. Also gerade bin ich nur gut durchgekommen, war kein Thema. Kann man auch andere Radler entgegen. Aber hier will ich es nicht versuchen. Ich glaube, es ist nur eine kleine Umleitung hier durch den Ort durch. Ja, ich sage ja Neversdorf. Also fahrt never nach Neversdorf. Also irgendwie ist die Umleitung jetzt nicht mehr ausgeschildert. Also hier wollte ich ja hochfahren. So, und dann gab es eine Umleitung. Muss ich hier wohl irgendwie einmal um den See rumfahren? Ich weiß es nicht. Aber macht doch nichts. Ich habe Zeit. Ja, 3 Kilometer weiter. Ein Schild. Ich dachte schon, ich hätte was verpasst. Das war Lietzen, nicht Bad Segeberg, wo ich gerade durchgefahren bin. Ja, jetzt fahre ich wieder auf der nördlichen Seite von diesem See da wieder zurück. Aber immerhin haben sie hier einen schönen neuen Radweg gemacht. Der ist nagelneu. Der Asphalt ist ja noch fast heiß. Nee, nicht ganz. Bisschen windig, aber angenehmes Wetter. Also die Temperatur, ich meine so 26 Grad, habe ich ja schon mal gesagt. Besser kann es nicht sein. Ich habe mir bei eBay Kleinanzeigen so ein 360-Grad-Modul gekauft. Da ist ein Kratzer drin, ein fetter Kratzer. Aber ich wollte das einfach auch mal testen, wo ich schon diese Kamera habe. Ja, ich bin wieder auf meinem Track, bin gerade durch Bebensee durch und ich glaube, das waren jetzt bestimmt 12 Kilometer Umweg. Aber der Radweg zum Schluss, der war echt ganz schön, hat Spaß gemacht und es macht weiterhin Spaß. Nichts los hier. Oh, frische Landluft hier. Ich bin gerade durch den Ort Schwissel gefahren und mal geschaut, ich habe noch 70 Kilometer. Und ich bin erst 30 gefahren, also wären das mindestens heute 100. Ich dachte, 85 ist ja gemütlich, kannst dir Zeit lassen. Ja, ich glaube, oh, da ist ein Riesenloch. Wir bauen hier eine Tiefgarage, über 15 Stockwerke. Naja, jedenfalls wären es, ich denke mal, 110 heute. Wenn ich um 6 oder 7 ankomme, Campingplatz ist völlig in Ordnung. Lass es 20 Uhr sein. Ich kann schlecht abschätzen. Ich wollte auch noch mal irgendwann die Drohne steigen lassen. Aber dazu muss ich das passende Örtchen finden.
Oh cool, ein offener Obi. Obis in Hamburg sind ja alle noch geschlossen. Hier in Schleswig-Holstein sind ja schon länger offen. Ich bin jetzt in Bad Segeberg und werde mit so einem schönen breiten Radweg begrüßt hier. Ja, Matthias, da hältst du jetzt nicht an. Schön vorbeifahren. Ja, bin jetzt hier an dem See in Segeberg. Große Segeberger See. Ja, diesen Abstecher an den See habe ich noch geplant. Jetzt will ich das wahrscheinlich gar nicht mitbekommen, dass ich hier an dem See vorbeifahre. Ja, fahr gleich wieder weg vom See. Ja, mach doch mal kurz eine Pause. Leider nicht mehr viel Wasser. Gerade echt drei Tode gestorben. Die Drohne nicht mehr zurückgefunden. Und ich habe das Ufer nicht mehr auf dem Display erkannt oder wo ich hin musste. Ich war dann ganz da hinten und dachte, da würde ich stehen. Und letztendlich habe ich doch den Return-to-Home-Modus verwendet, um dann die Drohne wieder zurückzuholen. Gott sei Dank, echt. Ja, das sind so die schönen kleinen Momente. Also hier wohnen wäre ja auch herrlich. Mitten im Wald, direkt am Waldfriedhof. Da gibt es leider kein Wasser. Ja, ich bin jetzt auf dem Trocknen. Hab jetzt Bad Segeberg aber verlassen. Ich wollte jetzt nicht irgendwie nochmal in die Stadt rein. Und, oh, Schlaglöcher. Ja, schau mal, dass ich meine restlichen 50 Kilometer noch abarbeite. Ja, so liebe ich es. Perfekten Asphalt, keine Menschen. Jetzt habe ich noch 42 Kilometer. Ja, also dann kriege ich schon ein bisschen Hunger. Aber ich will jetzt keinen Gulasch extra aufmachen. Ein bisschen Problem, ich habe kein Wasser mehr. Und komischerweise gibt es hier keine Friedhöfe. Oder ich habe keine gesehen. Ja, ich weiß nicht, wo dann die Schleswig-Holsteiner ihre Angehörigen dann hinbringen. Ja, ich hatte schon jetzt einige Waldfriedhöfe gesehen hier. Das wäre eigentlich auch mein Bestattungsort, den ich aussuchen würde. Ich brauche keine Blumen oben drauf. Hauptsache es ist ruhig. Sehr wild hier. Das ist ein Erlebniswald, glaube ich. Ja, also es fährt sich erstaunlich gut mit diesen Frontridern. Also ich habe mich ja immer dagegen gesträubt. Aber habe die dann doch bestellt, fand die
Taschen von Ortlieb, diese Gravelbags, auch ganz schick. Oh, jetzt hätte ich rechts müssen. Und lauter Quatsch, ne? Quatsch einmal. Als Gepäckträger für Federgabeln gibt es eigentlich auch nur zwei Möglichkeiten. Ich habe den von Cefal, diesen Lowrider, der ist total hässlich. Also wenn die Taschen nicht dran sind, da hat sich keiner über Design Gedanken gemacht. Und dann gibt es nur einen zum Klemmen, der ist eigentlich ganz schick. Ich weiß jetzt nicht, wie der heißt. Jedenfalls sieht das Problem etwas, dass die Taschen dann zu hoch sind und nicht der Schwerpunkt einfach zu hoch liegt. Das soll der möglichst bei den Achsen liegen. Und ich finde, fährt sich ganz gut. Gut, wenn es jetzt so ein bisschen enger wird und man Kurven fahren muss, dann merkt man schon, dass etwas Gewicht vorne dran hängt. Aber so finde ich die Gewichtsverteilung einfach klasse. Jetzt führt er mich hier über diesen Trampelpfad. So, Sie sind auch im Bild jetzt. Hallo. Werden wir gefilmt? Nee, ja genau. Zu schnell gefahren. Ja, ist richtig schwül heute. Aber ich mag das ja. Ja gut, lieber trocken, heiß. Aber mit T-Shirt, alles was mit T-Shirt geht, super. Ja, ich habe hier Schilder gesehen. Radeln im Holsteiner Quellenland. Ja, und hier gibt es irgendwie so einen Trappentouren. Trappenkampf. Ja, hier bin ich. Und ich glaube, ich bin hier irgendwie durch. Ja, ich glaube, also das muss es gewesen sein. Dann muss ich mal gucken, ob ich irgendwie Wasser finde. Zur Tankstelle will ich jetzt nicht, da ist so viel los. Ja, habe mir gerade bei Nordöl ein bisschen Wasser geholt. Hat die gute Frau mir direkt in der Theke abgefüllt. Super. Kann ich mal gleich eine Pause machen. So, ich bin jetzt in Bornhöved und trinke erstmal was. Ja, mein Wasser ist auch schon wieder fast alle. Einmal kräftig dran gezogen, 600 Milliliter Flasche wieder fast leer. Ich hätte mir doch mal gleich die andere auch noch mit abfüllen lassen sollen. Ja, jetzt sind wir hier im Spentin-Quellgebiet. Und jetzt geht's hier weiter. Ich weiß gar nicht, wo ich bin. Das müsste ich nochmal recherchieren. Den Ort, wo ich gerade das Wasser getrunken habe, ich weiß es nicht mal. Oh, hier scheint Stromberg zu wohnen. Ich fand das eine klasse Folge. Ja, und plötzlich steht man vorm See. Und hier ist eine Forellenzuchtanlage. Oh, da sieht man sie auch schwimmen. Ja, ich glaube, das ist schon der Plöner See. Fette Fische. So, das ist ein bisschen kühler. Aber von Frieren ist nicht die Spur. So angenehm. Ja, ich freue mich schon auf den Spitzenort, wo ich heute hingehe. Das ist wirklich ein Spitzenort. Das nenne ich mal ein schickes Häuschen. So ein Cabrio-Häuschen. Schön, wenn man so das Dach aufmachen kann. So, 70 Kilometer hat der 500er Akku gehalten. Muss ich jetzt mal wechseln. Ging schon berghoch ohne Akku. Also, ja, ich habe gerade den Akku gewechselt. Hier ging es auch noch mal gut berghoch. Falls jemand interessiert, wie ich den Akku wechsle, der guckt gerne mein Video Berlin an der Havel entlang. So, Bornhöved war das übrigens vorhin. Und der Ort hieß Schmalsee. Und das war übrigens auch der Schmalensee und nicht der große Plönersee. Also da, wo die Forellen waren, Schmalensee. Ja, kommt sogar ein bisschen ins Meditieren gerade. Ist echt ruhig. Komm ab und zu mal ein paar Radler entgegen. Fiel mir gerade ein. Rückspiegel ist echt praktisch, auch wenn es ein bisschen spießig wirkt. Aber hier, man sieht doch, weiß nicht so jetzt. Man erkennt nicht viel, aber man erkennt, ob Auto kommt oder nicht. Oder Motorrad. Ist schon nicht schlecht.
Schon wieder kühl im Wald. Ja, Autopilot. Ja, bin jetzt im Ort Stocksee. Ganz schöne reetdachgedeckte Häuser. Hier am Ortsausgangsschild gibt es hier auch ganz netten Rastplatz. Das Dumme ist ja nur, dass ich nichts mehr zu essen dabei habe. Doch, ich habe ja noch Gulasch. Aber das mache ich mir nachher auf dem Campingplatz. Wanderwege, Naturschutzgebiet, mittlerer Stocksee und Umgebung. Ja, ich fahre mal weiter. Es sind nur 23 Kilometer bis zum Ziel. Da hat mich doch gerade die Polizei angehalten und gefragt, ob es erlaubt ist, öffentlich zu filmen. Ja, seht selbst. Meine lieben Freunde, YouTube-Kanal ist das, ne? Genau. Den du da hast, ne? Ich wünsche euch eine super Zeit hier an meine herrliche Gegend. Das schönste Land auf dieser Welt ist hier Schleswig-Holstein. Das kann man nicht anders sagen. Liebe, viele Grüße, die Polizei aus Schleswig-Holstein. Ja, danke schön. Danke. Tschüss. Das war doch mal eine nette Begegnung. Ich habe noch 12 Kilometer und habe diesen Biergarten hier gefunden. Oh. Das werde ich dann auch noch schaffen, die restlichen 12 Kilometer. Ja, das ist die St. Petri-Kirche. Ja, das Hefeweizen ist praktisch verdunstet und hat etwas länger gedauert alles mit der Bedienung. Muss man es echt noch verkneifen, da ein Matjes zu essen. Eigentlich will ich ja so ein bisschen autark leben. Ja, habe ich auch geschafft. Nur mein Weizen getrunken. Und jetzt die restlichen 12 Kilometer noch bis zum Campingplatz. Und ja, das ist der bisher, glaube ich, schönste Abschnitt heute. Hier sind aber auch einige Radler unterwegs. Herrlich hier. War super Abschnitt, aber der ist noch nicht zu Ende. Das wird einfach noch schöner hier. Also hier rechts das Wasser. Ich schwimme mal rüber. Auch Wasser. Der große Plöner See. Ist herrlich. Es ist echt schön. Vielleicht finde ich irgendwo ein ruhiges Plätzchen, wo ich mal noch mal die Drohne steigen lassen könnte. Ah, was für ein klares Wasser. Ja, einen schönen Platz habe ich gefunden zum Starten hier. Drohne ist bereit.
Ja, das war auch gerade nochmal ein schöner Abschnitt durch die Wiesen und am See entlang. Ja, hier ist ein Campingplatz. Aber das ist nicht meiner schöner. So ein richtiger Spitzenort. Sag ich euch. Ich bin gerade aus dem Wald gekommen und bin jetzt in der Kreisstadt Plön. Ja, es sind noch 4 Kilometer, 5 bis zu meinem Plätzchen. Schön. Mir reicht es aber auch für heute. Ja, da hinten sieht man das Plöner Schloss und dahinter ist irgendwo mein Campingplatz. Ah, waren auch Kollegen, die in Drohne steigen lassen haben. War aber eine größere als meine. Ja, da bin ich an meinem Spitzenort. Campingplatz. Spitzenort. So, mal einchecken. Also ich habe gebucht. Ich war ganz froh, dass ich den Platz überhaupt gekriegt habe. Corona-Regeln ausfüllen und so weiter. Negativ-Test. Habe ich gestern noch gemacht, gestern Abend. Also, da alles gut gehen. Schon vorbereitet. Ja, das Zelt, das steht inzwischen. Das geht ja immer schnell. Das dauert 3-4 Minuten, dann steht das Ding. Kann ich nur weiterempfehlen. Ja, findet ihr auch einen Link in der Beschreibung, ganz unten irgendwo. Ja, hier habe ich. Ja, mein Platz ist irgendwie, ich glaube, der schlimmste, den es hier gibt. Wobei der eigentlich total schön ist. Aber da hinten sind richtig schöne Seeplätze, auch auf der anderen Seite. Also es ist ja so eine Insel, die umgeben ist hier von so einem kleinen Bach. Und auf der anderen Seite der Plöner See. Ja, hier ist direkt so ein Bach. Ja, da steht mein Zelt. Ja, ich habe leider Nachbarn, deswegen kann ich da nicht so laut reden. Die beiden laden freundlicherweise meinen Akku auf. Weil ja, ich habe keinen Strom direkt am Platz oder mein Kabel ist nicht lang genug. Und hinten am Sanitärhaus sind Handyschließfächer. Aber mein Akku von meinem E-Bike ist einfach zu groß, das passt da nicht rein. Von dem her lade ich noch die GoPros auf und dann, ja, sonst habe ich ja die Powerbank. Gut, ich fahre jetzt nochmal in die Stadt, werde mir da noch 2 Bier holen und ich habe Bock auf Bratwürste, irgendwie Bock auf Bratwürste. Obwohl ich Gulasch dabei habe und Nudeln, aber ich glaube, ich mache mir Bratwürste. Ja, nochmal für die Statistik. Maximalgeschwindigkeit 48,8. Auch nicht schlecht für Schleswig-Holstein. Ja, so viel habe ich geleistet. Also bin ich etwa nur 37 Kilometer gefahren. Von den 101. Ja, ich war gerade einkaufen, bin irgendwie 2 Kilometer gefahren, festgestellt, dass ich meinen Schlüssel vergessen habe. Ich konnte das Fahrrad nicht abschließen. Also wieder zurück und nochmal hin. Ja, und machen wir jetzt ein paar leckere Würstchen. Ja, Bio-Würstchen. Ja, und Trangia habe ich jetzt mir auch angeschafft. So viele Videos gesehen, jeder hat so einen blöden Trangia. Also konnte ich dann nicht widerstehen, haben wir auch einen bestellt. Ich war ganz zufrieden, jetzt hat er effektiv. Koch allerdings mit Gas, also mit Spiritus dauert das alles viel länger. Ich habe es mal ausgetestet, Zeit gestoppt und so weiter. Also mit dem Gas ist es super effektiv und die Kartusche liegt ja schon bei meiner Reise da ewig lang. Ich hätte das ganze Jahr praktisch benutzt. Und da werde ich mir noch so eine kleine besorgen mit 100 Gramm. Dann reicht das Land auch ewig. So, jetzt habe ich Hunger. Ich habe seit dem Brot heute Morgen nichts mehr gegessen. Den ganzen Tag nichts. Und dementsprechend habe ich auch viel eingekauft. Ja, war eine tolle Tour. Also gerade der letzte Teil in dem Plöner See. War echt schön, ja. Morgen hatte ich geplant, weiter auf den Mönchsradweg bis nach Neustadt zu fahren und dann weiter in der Ost entlang bis nach Travemünde oder sogar bis Lübeck. Und dann sollte es mit dem Zug wieder nach Hause gehen. War ja nun Wochenende. Ja, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr auf meiner Rückfahrt auch wieder dabei seid. Nur eins vorweg, es lief nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe.